So, halt mal. Das ist jetzt schon die dritte Steckelfeld-CD. Und wir werden ermitteln, wer die alle hat. Und dann wird mal gelüftet. Ich warne noch einmal davor, der Besitz ist strafbar. Konsumlumpen! 1 und 2 zugleich! Wir sind heute unterwegs mit dem Ablesetrupp vom Granata Wärmedienst. Soeben hat sich Wärmeverbrauchswart Rudolf Oberröhrig, begleitet von 2 vereidigten Messdienern, Zutritt zu einer Mietwohnung hier am Bölterkamp verschafft. Herr Oberröhrig, warum geschieht das auf diese Weise? Ja, weil hier Fernwärme liegt. Da sind Verdunste an der Heizkörper und da müssen wir ran. Ja, ist klar. Die Frage zielt ja auch mehr auf die Art und Weise, wie Sie hier die Tür eintreten und einfach so einbrechen. Moment! Wir haben ausdrücklich darauf hingewiesen, beim 3. Mal entstehen Kosten. Ja, wie sollte sich denn der Wohnungsmieter generell verhalten, um diese Kosten zu vermeiden? Ja, ganz einfach. Indem er auch mal zu Hause ist, ne? Aha, ja. Wir machen ja alles. Ein halbes Jahr vorher geben wir ein Anschreiben raus. Da steht genau drauf, wir kommen Anfang des Jahres zwischen 8 und 18 Uhr. Seien Sie bitte zugegen und räumen Sie die Heizkörper frei. Ja. Und wenn man denn trotzdem keinen antrifft, dann sind wir ja so kulant und machen noch eine Mitteilung. Wir kommen die Tage nochmal. Und mehr kann man ja wirklich nicht verlangen. Ja, und wenn sich die Mieter dann immer noch aus der Affäre ziehen wollen, dann entstehen Kosten. Das sehen Sie hier ja. Nun gibt es ja sicherlich auch triftige Gründe dafür, warum Leute gerade mal nicht in ihrer Wohnung sind. Ja, was wir da schon an Ausreden gehört haben, da ist ein Ende von weg. Die meisten kommen denn mit, sie werden zur Arbeit. Ich sag denn schon immer, ja, zur Arbeit müssen wir alle. Das kann doch wohl kein Grund sein. Andere sagen denn, sie wären im Urlaub, als wenn das immer so ginge. Und neulich kam einer mit, er wäre im Krankenhaus. Ja, da frag ich sie, was geht denn nun vor? Ja, nun wäre es ja denkbar, dass man bei guten Nachbarn den Wohnungsschlüssel hinterlegt, um den sonst erforderlichen Aufbruch doch noch abzuwenden. Ja, wollen Sie Ihre Nachbarn in Ihrer Wohnung rumschnüffeln lassen? Was? Nee. Ich könnte Ihnen da Sachen erzählen, was wir schon rein zufällig gefunden haben. Mahnbescheide und Kontoauszüge irgendwo in so einem 20-bändigen Lexikon liegt, Bargeld in Kaffeedosen auf dem Küchenschrank, Reizwäsche und Perücken unter den Dielenbrettern, Pornohefte zwischen der Bettwäsche und alles. Ja. Ich meine, wir machen da nichts von, aber wenn sich das im Haus rumspricht... Ja, ja, nun gibt es ja immer wieder Kritik am Messverfahren. Es geht ja prinzipiell um die Verdunstung der Flüssigkeit in den Messampullen. Ja, nix. Ein klares Messverfahren. Je heißer, desto mehr verdunstet. Nehmen Sie mal so einen Jahrhundertsommer, der zieht was weg. Herr Oberröhrig, wie sieht jetzt das weitere Vorgehen aus? Ja, hier sind wir gleich durch. Das heißt, wir haben jetzt nur noch eine Wohnung im Erdgeschoss. Aber da haben wir im Grunde kein Problem, nein? Nicht. Sehr schön. Die Heizungsableser kommen mit diesen Eindrücken aus dem Alltag des Fernwärmemesstrupps zurück ins Funkhaus. So, und nun geh mal so einen kleinen Schritt zurück hier. Ja. Herbert! Fanny! Der Finsternis! Lucifer, Beelzebub, Satanas, Krötendreck und Unkenspeck, Spinnenblut und Rattensud! Guck, geht schon los! Ihr Knechte des Hades, erhört mich! Rätselhafte Phänomene umgeben seit Monaten eine Etagenwohnung hier in der Hochhaussiedlung am Bölterkamp. Es ist jetzt kurz nach Mitternacht. Wir stehen zusammen mit Josef Rotpöter auf dem Balkon seiner Wohnung im 4. Stock. Herr Rotpöter, soeben wurden wir Zeugen eines dieser übernatürlichen Geschehnisse. Was ist passiert? Ja, Sie haben es ja selbst gesehen. Nicht? Immer wenn ich hier nachts auf meinem Balkon diese Beschwörungsformel deklariere, dann fliegen mir also praktisch aus dem Nichts alle möglichen Gegenstände zu, nicht? Also das kann mal eine Bratpfanne sein oder hier so ein ganzer Rumtopf. Gestern war auch schon mal ein Ascheimer dabei, nicht? Gesteinsbrocken, Eisenteile und was sie wollen. Nicht? Also das ist manchmal richtig gruselig. Nun haben Sie mir vorhin erzählt, dass dies nur einer von zahlreichen mysteriösen Vorgängen ist, die Ihnen Angst machen. Ja genau, nicht? Und was das Komische ist, das ist immer nur nachts.
Und je später, je verrückter. Ich habe hier Klopfgeister, Stimmen aus dem Jenseits, Telepathologie und alles. Herr Rotpöter, die meisten Menschen sind ja nun sehr skeptisch gegenüber solchen Vorkommnissen. Können Sie uns jetzt an Ort und Stelle weitere Beweise liefern? Ja, wenn Sie wollen, aber auf Ihre Verantwortung, ne? Also jetzt ist 12:30 durch, das ist eine gute Zeit für die Stimmen aus dem Jenseits. Ne? Kommen Sie mal mit in die Küche. Hier, guck, das ist meine Waschmaschine. Und wenn ich da jetzt den Schleudergang betätige, dann geht's gleich los, ne? Da kriegen Sie eine Gänsehaut. Jetzt reinzusteigen! Ich mach dich, du Ratte! Ich komm da gleich rüber, du Arsch! Ich bring ihn um! Was? Hören Sie das? Hier direkt aus der Wand? Ja, da kriegt man Angstzustände! Können Sie sich denn noch erinnern, wann Sie von diesen Phänomenen zum ersten Mal heimgesucht wurden? Ja, also das fing an mit diesen Kasavumbu-Trommeln aus dem Zentralkongo, nicht? Die ich von meinem letzten Urlaub mitgebracht hatte. Und mit denen da die Eingeborenen ihre Schutzgeister, wollen wir sagen, anlocken. Und da habe ich das hier eines Nachts auch mal eine halbe Stunde versucht. Und wupp, 10 Minuten später standen hier auch 2 Schutzgeister vor der Tür. Kann ich Ihnen gleich vorführen. Die sind in ein paar Minuten hier. Können Sie die Uhr nachstellen? Herr Rotpöter, bei diesen Geräuschen wäre natürlich auch denkbar, dass ganz einfach... Ja, Moment, das Tollste kommt ja noch. Sehen Sie diese Schallplatte hier? Aber sicher, Herr Rotpöter, eine ganz bekannte Aufnahme aus den 60ern. Ja, guck. Und wenn ich die auflege und mal richtig laut stelle. So, und jetzt warte mal. Na, hören Sie das? Ja, ja. Was? Ja. Das Geklopfe hier ringsum. Ja. Ja, ich konnte mir das erst auch nicht erklären. Aber nun hat mir mein Neffe gesagt, das ist der Geist von Jimi Hendrix. Ach, Hendrix, das ist ungewöhnlich. Ja, das soll ein verstorbener Negermusiker gewesen sein. Der dann hier jetzt klopft. Dann wollen wir Sie mal mit Ihren Geistern besser wieder allein lassen und geben zurück ins Funkhaus. Guck, das sind bestimmt wieder diese Schutzgeister. So, meine Herren, bitte gleich mal aufschwärmen. Herr Dr. Schlöter an den Teppichboden, Herr Dr. Hönken, wenn Sie sich dann Bad und Küche vornehmen. Und Herr Böckmann, wie immer zuerst Fingerabdrücke und Faserreste, ne? Die Wohnungsendabnahme durch die Bevollmächtigten der Immobilienfirma Sörkeling ist für jeden auszugswilligen Mieter die letzte Hürde bei Beendigung des Mietverhältnisses. Für ihn geht es hier um die Rückerstattung der geleisteten Mietkaution. Herr Sörkeling, wie oft konnten Sie denn bisher einem Mieter seine Sicherheitsleistung in voller Höhe zurückerstatten? Ja, also ein solcher Fall ist mir in meinen 30 Berufsjahren leider noch nicht vorgekommen. Im Gegenteil. Nicht. Die hinterlegten Kautionen reichen durchweg nicht aus, um verwohnte und verwahrloste Objekte wie dieses hier auch nur annähernd wiederherzurichten. Ach so, ja, nun ist diese Wohnung hier ja in einem sehr gepflegten Zustand. Ist das nun ein Ausnahmefall? Ja, also mit dem Begriff gepflegt sind wir hier sehr vorsichtig geworden. Nicht? Ich erinnere nur an das Objekt Önkelstich 17, 3-Zimmer-Küche-Bad. Vom Mieter in betrügerischer Absicht scheinbar gereinigt. Mhm. Unser Rechtsanwalt, Herr Dr. Schlöter, fiel dann jedoch schnell über die typischen Mängel, Kalkflecken im WC-Spülkasten als Folge einer offensichtlichen Toilettenbenutzung, Kratzspuren auf einer der Herdplatten und dem Backblech, das scheint also tatsächlich gekocht worden zu sein. Eine Spektralanalyse ergab zusätzlich Putzstreifen sowie Poliertuchfasern auf den Fensterscheiben, die wir natürlich ebenfalls auswechseln mussten. Ja, auswechseln natürlich. Vielleicht noch ein paar Beispiele, Herr Sörkeling. Ich meine, so eine Kaution ist ja kein Pappenstiel. Ich meine, ja, da könnte man... Also einer hat es beinahe mal geschafft. Nicht? Das war damals Professor Öftering bei seinem Auszug am Schmöllerdamm 1, die Jugendstilvilla. Aber da gab es denn das Drama, dieser Mann hat beim letzten Verlassen der Wohnung deutliche Fingerabdrücke an der Messingtürklinke hinterlassen, nicht? Da gab es dann Probleme mit dem Originalersatzteil, Folge, andere Maße der Tür und schließlich Abriss des gesamten Eingangsbereichs. Da war die Kaution dann eine bessere Anzahlung. Nein? Ja, furchtbar. Ja, vielleicht noch mal zu dem Objekt, in dem wir uns jetzt gerade hier befinden. Da wird gerade das Badezimmer untersucht. Ja, das ist Hauptkommissar Böckmann vom Spurensuchdienst der hiesigen Kriminalpolizei, ah, ja, der bei uns nebenberuflich tätig ist. Er hat soeben Spuren von Klebstoffresten an einer der Badezimmerkacheln isoliert, die vermutlich von einem Handtuchhalter herrühren. Nun ist die Originalkachel Bianca Carrara im Farbton Federweiß 07 seit 1966 nicht mehr im Handel. So, dass wir hier komplett neu auskacheln müssen, nein? Tja, da wird von der Kaution wohl nichts übrig bleiben. Herr Sörkeling, jetzt habt ihr die Brüder! Was ist denn, Herr Dr. Hönken? Die haben hier gepennt!
Ja, Sie haben es ja selbst gehört. Unser Jurist hat soeben die Druckspuren gefunden, die auf die Aufstellung eines Bettgestells hindeuten. Was ja bekanntlich eine neue Auslegeware fällig macht. Ja, wenn es nur das wäre. Wir müssen jetzt annehmen, dass diese Leute hier gewohnheitsmäßig übernachtet haben. Der Mensch verliert, das weiß jedes Kind, jede Nacht bis zu 1,5 Liter Flüssigkeit durch Ausdünstung, die allem Anschein nach ins Mauerwerk gezogen ist, ne? Sodass für dieses Objekt wahrscheinlich nur noch die Abrissbirne bleibt. Die Abrissbirne, ja, sehr schade. Kautionsverlust für Mieter durch heimtückisches Bewohnen der überlassenen Objekte. So viel hier von der Wohnungsabnahme am Önkelstieg und damit zurück ins Funkhaus. Tja, wenn der NDR da mal auszieht, dämmern gute Nacht. Die Kunstgalerie Stenkelfeld präsentiert 100 Meisterwerke. Heute deutscher Wohnwagen. Dreidimensionaler Realismus, 4,12 Meter mal 1,94 Meter auf Rasen, gemäht. Eheleute Günther und Doris Erpenbeck, Campingplatz Suleika bei Rüdesheim 1996. Schade, dass wir hier keinen Kabelanschluss haben. Dieser letzte, von der Gattin weinerlich angeprangerte Makel hat den Schöpfer unseres heutigen Kunstwerkes nie ganz zur Ruhe kommen lassen. Und so bleibt hier das Prinzip Vollkommenheit gleichsam kontrametaphorisch gestört. Deutscher Wohnwagen wirkt, vielleicht gerade deshalb, oberflächlich betrachtet wie ein weiteres Œuvre-Neuvre des kubistischen Experimentaltourismus nach dem Vorbild eines baltischen Deichselgängers. Aber das Werk schöpft tiefer. Da ist der zum Sprung geduckte Jägerzaun im Vordergrund. Mit feinem Pinselstrich Bondex imprägniert, die messerscharfen Spitzen gehärtet nach längst vergessener Waffenkunst karthagischer Krieger, wird der feindlichen Nachbarn noch trotzen, wenn wir schon alle nicht mehr sind. Dahinter die Hecke aus Zierrosen, mit dem Auge des Uhrmachers gestutzt und mit Dornen bewehrt, gleich Giftzähnen der Kobra des Glypidionos im Gral der Medusen, bestraft sie des ungebetenen Gastes Tritt ins Gehackte. Ein weißbärtiger Gartenzwerg kaschiert mit klobigem Stiefel ein kleines Grillmalheur, unverzeihlich eingebrannt in vollkommenes Grün. Mit gefrorenem Lächeln entlockt der Kobold seiner Ziehharmonika ein spöttisches Lied von Rheuma und Langerweile. Die überwässerten Geranien im braunen Blumenkasten aus unzerstörbarem Duroplast hingen wie betäubt in den Schwaden einer gewaltigen Mehlschwitze, die durch das angelehnte Wohnwagenfenster ziehen, um sich dann, beflügelt von der Thermik über dem braun-orangenen Vorzeltdach, mit den Dünsten der Kohlroulade von gestern zu vereinen. Und dann doch der Bruch in Erpenbecks Botschaft, die uns bis hier mutig aus den Zwängen von Optimismus und Lebensfreude befreien will. Auf der mit Heißwachs handkonservierten Lackschicht der Rückwand wagt ein ausgeblichener Aufkleber den Versuch anarchischer Heiterkeit. Nicht hupen, Fahrer träumt vom SV Alsenborn. Da ist er also, der prosaische Brückenschlag vom Hier und Jetzt zum Einst und Dort. Deutscher Wohnwagen entspräche in Gänze dem goldenen Schnitt klappsymmetrischer Stränge des späten André Chabrac, wäre da nicht die Schieflage der mächtigen Parabolschüssel auf dem Wagendach. Hingestreckt wie die Bettelschale eines Straßenkindes in den Slums von Kalkutta, durchsucht sie das Firmament nach Zerstreuung. Man hat ja noch keinen Kabelanschluss. Wir sind heute zu Gast im Stenkelfelder Institut für Verbraucherschutz. Eine Einrichtung, die ja auch bundesweit vielerorts anzutreffen ist. Bei mir steht der geschäftsführende Direktor Walter Hegekötter. Herr Hegekötter, Verbraucherschutz heute. Was bedeutet das für Ihr Unternehmen?
Ja, entscheidend ist, dass unsere neu entwickelte Tüte für Lakritz- und Weingummisortimente einem Reißdruck von 75 Kilogramm standhält und durch bissfeste Werkstoffe auch mit den Schneidezähnen nicht mehr aufzukriegen ist. Nick, dann hört nun auf. Hört auf, ja. Schön, aber eigentlich wollten wir uns ja über den Verbraucherschutz unterhalten. Und das ist auch unser Thema, junger Mann. Mein Unternehmen schützt Waren aller Art jetzt noch wirkungsvoller vor dem Verbraucher. So, aha, also die Ware vor dem Verbraucher oder den Verbraucher oder wie? Also Sie schützen jetzt was? Ja, junger Mann, unsere Arbeit begegnet Ihnen doch auch auf Schritt und Tritt. Aha. Hier, Makrelenfilet in Tomatensauce in unserer Spezialdose. So, Ring geht nicht hoch, ein Fingernagel weg, dann prokeln Sie dran rum, zwei tiefe Schnitt von dem Daumen, das blutet und dann laufen Sie nach dem Pflaster und... Dem Schraubenzieher. Ja, guck, den Rest vom Deckel hochfummeln, das gebogene Blech schnappt zurück, spreuen und die stinkende Suppe spritzt... In die Gegend? Wenn Sie Glück haben. Aufs Hemd. So ist es. Ohne Soße erzielen wir den gleichen Effekt bei der verbrauchersicheren Verpackung von Videokassetten, Senfgläsern, Spreizdübeln, 1,5 Volt Batterien. Besonders stolz sind wir auf die eingeschweißten Tapeziernägel in der 50-Stück-Dose, die jetzt auch schwere Hammerschläge schadlos überstehen, sowie unsere vakuumverpackten Erdnüsse, geröstet und gesalzen. Da müssen Sie schon mit dem Bolzenschneider bei. Die können Sie ja mal versuchen im Kino. Ja, ich glaube, diese Probleme kennen die meisten. Kriegen Sie als Hersteller dieser Verpackung da nicht auch zahlreiche Proteste? Ja, so etwas kommt natürlich vor. Wir hatten erst gestern den Fall zweier älterer Damen aus dem Sauerland, die angeblich zwei Gläser Erdbeerkonfitüre durch einfaches Drehen am Schraubverschluss sowie eine Literflasche Mineralwasser ohne Rohrzange geöffnet haben wollen, nicht? Das nehmen wir natürlich sehr ernst, nicht? Obwohl es eigentlich überhaupt nicht sein kann, denn gerade diese Produkte sind bombensicher, nicht? Vielleicht wollen die beiden Omas sich auch nur wichtig machen. Nee, ja, ach so, ja, also dann erstmal zurück ins Funkhaus. Kommen Sie, ich gebe Ihnen noch ein kleines Geduldsspiel mit, nicht? Dann wird die Fahrt nicht so langweilig. Geduldsspiel, ja, das sieht mir doch eher nach einem Pfund Kaffee aus. Können Sie unterwegs ja mal versuchen aufzukriegen, nicht? Aber keine Schere nehmen, mogeln gilt nicht. Was? Die Dinge wollen Sie braten? Da haben Sie denn schon eine Grabstelle? Wir sind heute zu Gast bei der Pilzberatungsstelle im Forstamt Stenkelfeld. Jedes Jahr im Herbst verwandelt sich das sonst eher stille Hachmannsfelder Gehölz in ein wahres Eldorado für Pilzsammler aus der Region. Bei der lebenswichtigen Unterscheidung zwischen den essbaren und giftigen Fundstücken steht Diplombiologe Dr. Walter Bröhrmeier, dem ungeübten Sammler, mit Tipps und Ratschlägen hilfreich zur Seite. Herr Dr. Bröhrmeier, gibt es denn eine verlässliche Methode, generell den Giftpilz vom Speisepilz zu unterscheiden? Ein klares Ja. Dies ist verhältnismäßig einfach. Schon ein flüchtiger Blick durchs Elektronenmikroskop zeigt dem Sammler die verräterische Verkettung von rückdrehenden Nukleinsäuren mit valenten cytochlorierten Sulfonamiden und einer auffälligen oktopolaren Molekülstruktur, die dem Sammler klipp und klar sagt, Finger weg. Ja, das ist natürlich nun die einfachste Methode. Was macht nun aber der Pilzfreund, der durch einen dummen Zufall vielleicht gerade mal kein Elektronenmikroskop zur Hand hat? Nun, der kann sich auf andere Weise ein eigenes Bild über die Genießbarkeit seiner Fundstücke machen. Weit verbreitet hier im Gehölz ist zum Beispiel der gemeine Röchelbovist. Sein Verzehr führt bereits nach wenigen Minuten zu eindeutigen Symptomen wie Erröten, Hemmungen und Kontaktschwäche. Darüber hinaus kommt es regelmäßig zu Verwechslungen des schmackhaften Marottenkremplings mit der täuschend ähnlichen schwarzen Gumpenmarone. Letztere führt innerhalb von 2 Wochen zu Blasenschwäche und Gänsehaut. Und besonders einfach und für jedermann nachvollziehbar ist der Test mit diesen beiden beliebten Kandidaten hier, dem Schmandpockenröhrling und dem violetten Schabrackentäubling, im Volksmund Papstmatrone. Nee, beim Letzteren färbt sich die ansonsten grünliche Gallenflüssigkeit beim Erbrechen denn gelb. Und bei den Röhrlingsarten kennen wir ja alle diese eitrigen Blasen in den Kniekehlen und Armbeugen, die teilweise noch nach 20 Jahren auftreten können. Also da kann sich auch der Laie dann ein Bild machen. Ah ja, ach so, können Sie das Pilzesammeln denn überhaupt noch empfehlen? Also ich meine... Ja, aber selbstverständlich. Der ganze Kram muss hier so schnell wie möglich weg. Alle Pilze sind Sondermüll. Ja, sehr schön, Frau Pöppelmann. Vielleicht noch ein bisschen mehr die Mundwinkel hängen lassen und nicht in die Kamera gucken. Ja, jetzt die Hände vors Gesicht. Wunderbar, perfekt.
Training für Talkshows heißt das Eröffnungsseminar an der Klaus-Kinski-Akademie für mediengerechtes Auftreten. Mitten im Kampf um die Einschaltquoten droht zahlreichen privaten TV-Sendern der Gesprächsstoff für die Flut ihrer Talkshows zu versiegen. Auf diesem Seminar nun werden unter Leitung von Friedhelm Pötter frische Fernsehkandidaten mit neuen, spektakulären Themen versorgt und kameratauglich gemacht. Herr Pötter, auf welche Themen darf sich der Zuschauer nach Seminarende freuen? Ja, wir hatten ja eben schon eine sehr gelungene Kostprobe von unserer Frau Pöppelmann zum Thema außersinnliche Wahrnehmungen im Haushalt. Und da wünscht sich der Herr Meiser nun eine Kandidatin, die von Stimmen aus der Bratpfanne beschimpft und ständig von einem Schwarm fliegender Heftzwecken in ihrer Wohnung verfolgt und bedroht wird. Sie bringt das alles in allem schon recht überzeugend rüber. Ihr Weinkrampf dürfte aber im Nachschluchzen ruhig noch etwas haltloser wirken. Aha, ja, da fiel schon das Wort Meiser. Wer gehört sonst noch zu Ihren Kunden? Auch wenn Sie so wollen, sind es praktisch alle bekannten Fernsehmagazine. Mhm. Für RTL Explosiv trainieren wir im Moment mit großem Aufwand den Herrn Goertz in Sachen Entführung durch Außerirdische. Aha, ja. Er wird vor laufender Kamera zu Protokoll geben, dass er von der Besatzung eines UFOs aus dem Andromeda-Nebel wochenlang zum Phoenix-Guard gezwungen wurde und nun völlig mittellos dasteht. Besonders wählerisch soll ja Margarete Schreinemakers bei der Auswahl ihrer Talkgäste sein. Ja, da haben Sie recht. Also da ist schon die hohe Schule der Schauspielkunst gefragt. Mhm. Besondere Freude macht uns die Arbeit mit unserem Herrn Dörnkemper, der mit dem bestellten Thema »Ich wurde bis zu meinem 12. Lebensjahr von Eichhörnchen großgezogen und dann im Wald gefunden« schon sehr gut zurechtkommt. Aha. Bei der Schilderung der kalten Winternächte im schwankenden Wipfel einer Nordmanntanne gibt er sich noch ein wenig zu heiter. Ne? Aber da arbeiten wir noch dran, Herr Dörnkemper. Nein. Müssen nicht die Menschen, die derartige Geschichten vor einem Millionenpublikum erzählen, damit rechnen, am Arbeitsplatz oder bei Bekannten verspottet, ausgelacht und geschnitten zu werden? Nun, dieses Problem haben wir erkannt. Diese Menschen werden von uns in aller Regel nach der Sendung mit neuen Papieren ausgestattet und nach Südamerika verbracht. Aha, ja. Nehmen Sie eine junge Dame wie die Frau Störzer, die in unserem Auftrag bei Ilona Christen vorgab, seit ihrer Pubertät nur noch durch den Anblick von Heinz Schenk geschlechtlich stimuliert werden zu können. Oha. Sie lebt seitdem unerkannt als Reifenhändlerin in Brasilien. Mhm. Zum besonders brisanten Fall wurde auch der Herr Röhrig. Er outete sich bei Günter Jauch vertragsgemäß mit 6 Praktiken dahingehend, dass er sich nackt in Fotofixautomaten allerlei Selbstzüchtigungen mit einem Starthilfekabel hingibt, wobei er sowohl den Plus- als auch den Minuspol anklemmt. Er kann sich nun praktisch nirgendwo mehr sehen lassen und arbeitet jetzt mit neuer Identität als Schwammtaucher vor Neuguinea. Vor Neuguinea, ja. Fit für die Talkshow heißt es hier in der Klaus-Kinski-Akademie zu Stenkelfeld und damit zurück ins Funkhaus. So, Frau Pöppelmann, hier kommen Sie wieder, die Heftzwecken und... So, Frau Schmölle-Ulrich, jetzt sagen Sie mir doch mal, wer erfand denn die Unterdruckdose? Na? Wieder nix? Na, dann müssen Sie wohl noch ein bisschen zu Fuß gehen. Die Führerscheineignungsprüfung, im Volksmund Idiotentest genannt, findet auch heute, wie an jedem Freitag, im ehemaligen Stempellager des Straßenverkehrsamtes Stenkelfeld statt. Es geht dabei für die Teilnehmer darum, ihre geistige Fähigkeit zum Führen eines Kraftfahrzeuges nachzuweisen. Dies herauszufinden ist die Aufgabe von Amtsinspektor Alfred Köppel, der mit Fragen zur Allgemeinbildung einen Teil der Eignungsprüfung durchführt. Herr Köppel, wen laden Sie denn hier vor? Ja, das sind notorische Falschparker, denen wir die Fahrerlaubnis entziehen mussten. Und in Stenkelfeld gilt, wer 5-mal falsch parkt, der tanzt hier an. Ja, wie oft konnten Sie denn einem ehemaligen Kraftfahrer nach einer solchen Befragung den Führerschein zurückgeben? Ja, bis jetzt leider noch nie. Es ist ja teilweise verheerend, wer hier alles Auto fahren will, ohne die geringsten Kenntnisse. Ich kann Ihnen da Beispiele nennen, zum Beispiel hier Herr Röhrmüller, den wir 5-mal im Halteverbot erwischt haben. Ne? Dem können Sie die billigsten Fragen stellen. Auf welchem Breitengrad liegt Bremerhaven? Wie hieß der erste persische König? Wann und wo starb der Bildhauer Norbert Piepmeier? Ja, da kommt nichts. Und diese Leute wollen Kraftfahrzeug führen. Und Sie meinen, dass man durch diese Art Fragen irgendwelche Rückschlüsse auf die Eignung zum Autofahren ziehen könnte?
Ja, Sie haben natürlich recht. Das ist alles viel zu leicht. Aber ich habe Anweisung bekommen, auf einfache Testfragen umzustellen. Und Sie sehen ja, selbst da reicht's bei den meisten nicht. Und das drückt sich natürlich auch im Fahrverhalten aus. Wer noch nicht mal die einfachsten Gesetze der Quantenphysik kennt, bei dem muss man sich auch nicht wundern, wenn er auf dem Gehweg parkt. Gibt's denn da überhaupt keinen Hoffnungsschimmer in Ihrer Runde? Doch, sicher. Da gibt es auch Erfreuliches. Hier zum Beispiel unser Herr Mönter. Er ist jetzt schon über ein Jahr bei uns, will ja auch nun gerne wieder fahren. Tja, die afrikanischen Hauptstädte kann er allmählich ganz flüssig. Auch in der organischen Chemie hat er sich verbessert. Aber, Herr Mönter, Latein und die leidige Algebra, da arbeiten wir noch dran, ne? Tja, dann darf ich mich vielleicht jetzt im Namen des NDR für das Gespräch bedanken. Ach. Sind Sie das da dort mit dem Funkwagen auf der Busspur? Ja, das ist unser Übertragungswagen. Ja, dann bleiben Sie mal gleich hier. In welchem Monat brütet der australische Rosettensittich? Das weiß ich jetzt nicht, Herr Köppel. Zurück ins Funkhaus. Und zwar mit der Straßenbahn. Chef, wo soll die Klorolle hin? Auf Hutablage, du Tölpel! Im Kampf gegen Verkehrsrauditum und Raserei auf den Straßen kommt der Firma Autoteile Pröpken Krögel und Söhne eine Vorreiterrolle zu. Neben mir Werkstattleiter Horst Düvelskirchen, der ja nach seiner fristlosen Kündigung aus dem Autohaus Oertel hier am Teiletresen bedient. Herr Düvelskirchen, welche Änderungen müssen am Motor vorgenommen werden, um die Schnellfahrer, die ja bislang noch freiwillig zu Ihnen kommen, zu bremsen? Ja. Also bei den Motoren gehen wir ja nun überhaupt nicht bei, nicht? Das ist zu kompliziert, da brauchen Sie Werkzeug und was nicht alles. Nein, wir haben da eine breite Zubehörpalette, das stützt sich auf jahrelange Beobachtungen, wonach man mit wenigen oberflächlichen Handgriffen auch die schlimmste Rabaukenschleuder auf Schneckentempo runterfiedelt. Nicht? Und jetzt kommen Sie. Nein, ich denke, jetzt kommt doch noch mal Sie, Herr Düvelskirchen, mit ein paar Beispielen vielleicht. Wie soll das gehen? Ja, nehmen Sie bloß mal so einen schwarzen BMW, 7er Reihe, nicht wahr? Das sind Fahrzeuge, die man normalerweise mit Tempo 240 auf Briefmarkenabstand hinter der Stoßstange hat und dann von dieser bläulichen Zickenfunzel angeblendet wird, nicht? Hier reichen normalerweise ein paar Extras auf der Hutablage, nickender Dackel mit Kennzeichen besticktes Sofakissen, dazu ein kleiner Aufkleber auf dem Kofferraumdeckel, Campingplatz Wimbachtal, wir waren da. Und schon können Sie praktisch bei Vollgas nebenher laufen. Ach so, ja. Gilt das denn nun speziell nur für diesen Fahrzeugtyp? Nehmen wir doch mal zum Beispiel so einen Mercedes 500. Gibt es Möglichkeiten, auch dieses Fahrzeug deutlich zu verlangsamen? Ja, also gerade bei Daimler haben wir nun ganz bewährte Methoden. Nicht? Anhängerkupplung, Lackierung in Erbsgrün, Strohreste und Hühnerkot an der Türschwelle, Aufkleber wahlweise mit Holz ist Leben oder freiwillige Feuerwehr Klötensiel, retten, bergen, schützen, löschen und feiern. Ne? Und wenn das nicht reicht, dann gibt es gegen Aufpreis noch ein Heider-Kennzeichen. Plön ginge auch. Ne? Und in dieser Vollausstattung müssen Sie bereits bei 30 in vierten Gang und fahren in jedem Stau vorne weg. Ja, Herr Düvelskirchen, das klingt alles so verblüffend einfach. Aber ist das wirklich alles so problemlos? Ja, nun, also unser schwierigster Fall war mal so ein Ferrari 340. Nicht? Oha, ja. Das Ding macht normalerweise aus dem Stand 300 Sachen. Mhm. Da sind wir mit einer behäkelten Klorolle im Heckfenster und der Sonderlackierung Hornhaut Umbra vom Jetta LS nicht mehr hingekommen. Nicht? Mhm. Da geht's denn an die Fahrerausstattung. Brauner Korthut, Hornbrille Modell Erich Mielke, grüne Lodenmantel mit Hirschhornknöpfen und zwischen den Zähnen kommt dann noch eine schöne Handelsgold Vielfarben zu 30 Pfennig. Mit dieser Ausstattung zischen die Mähdrescher nur so an einem vorbei. Nur so vorbei, ja. Das war im Kampf gegen Verkehrsfluss und zügiges Fortkommen Werkstattleiter Düvelskirchen und damit zurück ins Funkhaus. Halt mal, womit sind Sie denn hier? Ach so, ja, mit so einem NDR-Dienstwagen. Ach so, ja, nee, da brauchen Sie weiter nichts dran machen. Ja, noch rollt er hier störungsfrei, der Autoverkehr auf der A7 in Richtung Hamburg. Aber das wird sich in wenigen Stunden ändern. Dann greifen hier die Stauprofis der Autobahnmeisterei Holmohr in die Trickkiste. Alt und grau in unserem Stau heißt das Motto, unter dem in Kürze zwischen den Anschlussstellen Quickborn und Schnelsen Nord für die richtige Urlaubsstimmung gesorgt wird. Die Leitung dieser Ferienaktion liegt in den bewährten Händen von Arnold Brinkbäumer. Herr Brinkbäumer, welchen besonderen Fahrspaß bieten Sie dem Verkehrsteilnehmer in diesem Jahr an? Ja, wir haben sowieso schon seit 4 Jahren unsere Tagesbaustellen mit einstreifiger Verkehrsführung. Ne?
Die sind von vornherein immer für 6 Kilometer absoluten Stillstand gut. Und dann kommen ja noch unsere diesjährigen Sonderaktionen. Was haben Sie da im Einzelnen geplant? Ja, das fängt an mit dem Mittelstreifen bei Quickborn. Nicht? Da gehen wir nachher bei und malen den neu an. Nicht? Bis Montag entrosten wir dann noch die Brücke. Da sperren wir heute Abend erstmal für eine Stunde ganz ab. Denn 500 Meter weiter muss Rasen gemäht werden wegen den Standspuren, nicht? Solange das Wetter noch gut ist. Da machen wir jetzt mal den Hauptfahrstreifen schon mal ganz dicht. Tja, und wenn das nicht reicht, dann beschneiden wir vor Schnellsen noch mal die Büsche zwischen den Leitplanken, nicht? Und stellen den Bauwagen auf die Überholspur. Also da sollten wohl so mindestens 20 Kilometer Stau mal rauskommen, nicht? Herr Brinkbäumer, nun stellen ja Baustellen auch immer ein erhebliches Unfallrisiko dar. Haben Sie denn überhaupt keine Bedenken, dass da Leute gefährdet werden? Menschenskind, das haben wir doch alles im Griff, nicht? Also wir erwarten vorher auf 2 Kilometer Länge eine Bundeswehrkolonne. Das ist alles schon abgesprochen. Und dann haben wir zusätzlich noch einen Schwertransport mit Überbreite, nicht? Der kommt von Finnland runter. Also wir sorgen dafür, wo man sagen, dass der Autofahrer gewissermaßen im Schritttempo an unseren Baustellen ankommt, wird er richtig rangeführt. Nee, kann gar nichts passieren. Zugegeben, Herr Brinkbäumer, das klingt alles sehr gut organisiert, sehr durchdacht. Trotzdem müssen Sie nicht befürchten, dass die Autofahrer auf die Umleitungsstrecken ausweichen. Nee, nix, da haben die keine Freude mit. Nee. Also auf der U46 haben wir den Schützenumzug in Stenkelfeld und an der B17 ist das Jahrestreffen der Freunde des deutschen Mähdreschers. Nicht? Die fahren da mit historischen Fahrzeugen rum, nicht? Das ist alles rappelvoll. Da schmeißen sie keine Briefmarke mehr durch. Also wer darauf fährt, der feiert Weihnachten an der Landstraße. Herr Brinkbäumer, was möchten Sie denn nun mit dieser Aktion im Endeffekt erreichen? Ja, dann will ich Ihnen genau sagen. Also wir wollen zunächst mal den Stau München-Salzburg von Platz 1 verdrängen. Und dann wollen wir endlich mal mindestens mit 15 Minuten ins Verkehrsstudio. Heiligabend bei Prominenten. Undenkbar natürlich ohne einen Abstecher bei Jean-Jacques Gelee, dem weltweit erfolgreichsten Produzenten von Fernseh-Spieleshows. Wir stehen hier in der Abgeschiedenheit der Schmöller Heide, direkt vor seiner Traumvilla der Serie Tessin, die ja bekanntlich mit Sauna, Fitnessraum, großen Panoramafenstern und 3000 Quadratmetern Waldgrundstück einen Gesamtwert von 1,4 Millionen D-Mark hat. Bingo, okay, der Rundfunklacker. Ja. Ja, grüß dich, na musst arbeiten am Heiligabend, das sagt nichts. Brauchst ein Interview, um euer Weihnachtsprogramm ein bisschen aufzubrezeln. Ja, das kenne ich schon, na komm rein. Schön warm haben Sie es hier, Herr Gelee. Na komm, leg erst mal ab, gib mir der Jacken. Oh, danke, sehr aufmerksam. Eine viel zu kleine, abgewetzte Lederjacke, matschbraun, Modell Rundfunkfritze, Vergütungsgruppe 3, mit kaputtem Reißverschluss und zerrissenem Innenfutter aus Kunstseide, komplett mit Fettflecken auf beiden Bündchen, hat dieser Fetzen leider nur einen ideellen Restwert von 4,40 Mark. Hat er einen schlechten Vertrag oder was? Ja, nein, Herr Gelee, wie verbringen Sie denn nun die Feiertage? Na, ich arbeite an einer neuen Weihnachtsshow. Christusmillionen, wer knackt die Platinkrippe? Die Platinkrippe, ja. Und wie soll das gehen? Okay, du immer mit deiner Einzelheiten. Vorgabe ist 60% Einschaltquote. Also was für die ganz Blöden. Ach die, ja. Da drapierst du dieses ganze Viehzeug. Esel, Hahn und was die sonst noch haben. Und schmeißt mir die Mitbringsel von der Heiligen Drei Könige so lange auf den Stern von Bethlehem, bis du ihn triffst. Der fällt runter auf die Krippen. Ja. Wenn's Glück hast, platzt die auf und du schnappst dir die Christusmillion fertig. Aha, ja. 2% kriegt die Diakonie. Magst du Glühwein? Oh, danke, sehr gern. Ein Glas hochprozentiger Glühwein der Marke Stenkel Trocken. Mit seiner Trinktemperatur 80 Grad über Null garantiert er eine blasenfreie Schleimhautverbrennung. Serviert in einem Pokal aus Originalbad Bimbachtaler Kristallglas, komplett mit 2 Würfelzuckern und einer Zitronenscheibe, hat dieser heiße Genuss für kalte Tage einen Gesamtwert von 16,70 Mark. Ach, da ist ja auch wieder Ihre reizende Assistentin, die Claudia. Das bringt mich auf unser eigentliches Thema, Herr Gelee. Was schenken Sie sich denn nun so gegenseitig? Also, ich bekomme das Fahrrad, die Stereoanlage, das Küchenset, die Koffergarnitur, den Winkelschleifer, den Fernseher, die Angelausrüstung, das Campingmobil, die Motorjacht und die Kreuzfahrt. Und für die Claudia gibt's den Nagellack. Den Nagellack, ja, sehr hübsch. Eine letzte Frage, Herr Gelee, der gute alte Brauch. Weihnachten in die Kirche, wie halten Sie es damit? Ah, Sie meint die Sottrupper St. Johannes-Kathedrale. Altes Schlitzer, Kompliment, du kennst die Marktlage. Die Marktlage? Dieser gotische Backsteinbau, romantisch am alten Marktplatz gelegen, bietet Ambiente für Anspruchsvolle.
mit seinen Kupferdachrinnen, handgeschnitztem Chorgestühl, Freskenmalereien in allen Seitenschiffen, edelsteinbesetzten Altären und dem schicken Knabenchor, dazu einer reizenden Gruft mit 40 Zinksärgen, zwei erfahrenen Geistlichen und der fünfmanualigen Elfenbeinorgel, hat dieses historische Kleinod einen nur grob geschätzten Gesamtwert von 95 Millionen D-Mark. Wir befinden uns jetzt in der Villa von Stenkelfelds Bürgermeister Wilhelm Oelgemöller. Im gemütlichen Jagdzimmer am brennenden Kamin hat er seine Geschenke soeben ausgepackt. Herr Oelgemöller, was bekommt denn nun ein Bürgermeister so zum Weihnachtsfest? Ach, was soll ich Sie sagen? Wir haben ja noch gestern da mit Dose Brett gepackt. Ach, was soll ich Ihnen sagen? Ich bekomme jedes Jahr zum Fest körbeweise Briefe und freue mich natürlich, dass die Menschen an Weihnachten auch an ihren Bürgermeister denken. Bürgermeister zu Weihnachten. Briefe, schön und gut, aber wie sieht's denn konkret mit Geschenken aus? Ja, wir können ja mal kriegen in diese Umschläge, nicht? Das klagen so leicht, Kerl, das passt nicht in Ordnung. Wir können ja gern mal einige dieser Umschläge öffnen. Ganz besonders freue ich mich über diesen Gruß von der Baufirma Windmöller. Die sind in der Ausschreibung für das neue Kreiskrankenhaus und haben 5000 Mark beigelegt. Eine Geste, die mich innerlich schon anrührt. Wenn das Nierengrund 5000 Mark rührend. 5000 Mark, ja, das ist natürlich eine sehr ja, nette. Oder nehmen Sie einmal diesen weihnachtlichen Gruß hier. Der ist vom Chemieunternehmen Höfelbernd und Söhne. Sehr nette Leute. Wir haben uns beim Genehmigungsverfahren für die Schmutzwassereinleitung ins Naturschutzgebiet kennengelernt. Und obwohl der Herr Höfelbernd gewiss ein vielbeschäftigter Mann ist, hat er es noch geschafft, mir mit diesen 10.000 Mark noch eine kleine Aufmerksamkeit zuzuwenden. 10.000 Mark. Alle Achtung, Herr Oelgemöller, da machen Sie einen ganz ordentlichen Reibach zu Weihnachten. Ich wollte was mit Reibach. Nun, dieser Eindruck trügt. Bedenken Sie bitte, dass auch ich meine Ausgaben habe. So war es mir ein inneres Bedürfnis, den Eheleuten Bölter zur Weihnacht mit 8000 Mark zu danken, die während der Stimmauszählung bei der engen Kommunalwahl im Herbst Hervorragendes geleistet haben. Weihnachten ist halt für uns alle ein Geben und Nehmen. Ein schönes Schlusswort, Herr Oelgemöller, und damit zurück ins Funkhaus. Auf unserer Heiligabendtour sind wir jetzt vor dem Reihenhaus von Gustav Gnöttgen angekommen, der ja als Hausmeister der Gemeinde für alle öffentlichen Gebäude zuständig ist, und wollen auch ihn einmal fragen. Ja, wie oft wollen Sie denn noch klingeln? Bezahlen Sie meine Stromrechnung? Dürfen wir kurz reinkommen? Wir machen eine Umfrage zu... Schuhe abtreten! Eine kleine Umfrage für den Rundfunk. Ach, der Rundfunk, Fritze. Und schön wieder mit dem Funkwagen auf meine Auffahrt. Nicht? Soll ich danach in die Reifenspuren wieder weghaken? Wir sind ja gleich wieder weg, Herr Gnöttgen. Was verschenken Sie denn so zum Heiligen Abend? Was? Ach so, ja, also ich erfülle meiner Frau mal ein paar Herzenswünsche, nicht? Zum Beispiel schenke ich ihr ein Schmuckstück. Oh, ein Schmuckstück, wie romantisch, hätte ich Ihnen ehrlich gesagt gar nicht zugetraut, Herr Knöttgen. Ja, da können Sie mal sehen, nicht? Also das ist dieser Gummisauchpümpel gegen Abflussverstopfung mit extra großer Sauchglocke und Chromstiel mit Griffmulden, nicht? Der zieht was weg. Ja, da, ist das ein Schmuckstück? Naja. Und unsere Oma kriegt einen Piasaba-Besen. Piasaba? Ja, die haben diese harten Borsten. Da kriegt man im Herbst wunderbar die feuchte Laub vom Bürgersteig, nicht? Ach, was, und ja. Meine Schwägerin hat sich eine große Flasche von diesem teuren Sanitärreiniger gewünscht, nicht? Ja, soll sie haben. Oh Gott. Ja, Herr Knöttgen, wenn ich noch fragen darf, was ist denn nun Ihr Wunsch ans Christkind? Mein Wunsch ans Christkind? Ja, das will ich Ihnen wohl sagen. Ruhe und Ordnung und weniger Langhaarige. Und wenn ich Ihnen das mal sagen darf, junger Mann, einer von uns beiden muss zum Friseur. Naja, und damit schnell zurück ins Funkhaus. Ja, nix mit schnell, schnell. Hier ist Tempo 30, Medienlümmel. Hier in der prominenten Siedlung Schmölleheide stehen wir jetzt vor dem Haus von Ralf Sögel, dem beliebten Komponisten von volkstümlichen Stimmungsliedern aller Art, der sich wie in jedem Jahr von der besonderen Atmosphäre des Heiligen Abends inspirieren lässt. Ja, ja, so ab und an, da kommt der Weihnachtsmann, Geschenke aus dem Sack, das geht zack, zack. Herr Sögel, könnten Sie mal aufmachen? Und wer nicht Hallo? Artig war, der kriegt, das ist doch klar, gleich mit der Rute. Mann auf die Stute und alle. Hallo, Herr Sögel. Mach dann ihr weg, kommt da draußen. Ich hab Genehmigung bis 17.30 Uhr. Ach, Sie sind das. Ja, ich hab gedacht, das wäre schon wieder die Funkstreife. Na, ja, dann kommen Sie mal rein.
Weihnachten bei Prominenten. Wir sind live auf Sendung, wollen mal wissen, wie verbringen Prominente das Weihnachtsfest? Ist nur eine kleine Umfrage, Herr Sögel. Ungefragt ist nicht gleich dumm gefragt. Drum hört ihr Leute, was Ralf Sögel euch so sagt. Ja, gerne. Also wir möchten heute... Der Heiligabend im Radio, der macht die Menschen froh. Sehr schön. Herr Sögel, eigentlich wollten wir nur mal schnell wissen, was Sie heute an Weihnachten geschenkt bekommen haben. Ja, das kann ich Ihnen genau sagen. Oh, das ist schön. Herr Sögel, bitte. Ein paar graue Pantoffeln fielen durch den Kamin. Grad gebracht von Knecht Ruprecht, der den Schlitten muss ziehen. Und Agathe, das Rentier, das steht schnaufend davor. Und alle Nikoläuse singen dann im Chor. Und aber jetzt mal alle zusammen hier, jawohl! Vorsicht, Herr Sögel, ihr Tannenbaum, meine Güte, es brennt, schnell raus hier! Kinder, der Baum brennt, da freuen wir uns sehr. Und wenn die ganze Bude brennt, dann kommt die Feuerwehr. Ja, darauf wollen wir... Darauf wollen wir hier lieber nicht warten. Wir schauen dann gleich mal ein Haus weiter und geben vorerst zurück ins Funkhaus. Wenn dunkle Rauchschwaden durch die Wohnung wehen, wird für den Rundfunkfritzen langsam Zeit zu gehen. Die Messe Reisen und Freizeit hier in der Stenkelfelder Horst-Köppel-Halle bietet Urlaubswilligen allerlei nützliches Zubehör für die bevorstehende Feriensaison. Wir befinden uns hier bei einer kleinen Vorführung am Stand der Firma Blödorn. Neben mir Diplom-Ingenieur Walter Blödorn. Wir wurden soeben Ohrenzeugen, Herr Blödorn, einer Neuentwicklung. Worum handelt es sich? Ja, das ist unser Geräuschset. Hallo Fräulein, ein Muss in überfüllten Ausflugslokalen und Restaurants, besonders in Südeuropa und auf Nordseeinseln. Ausgangssituation, Sie haben gegessen und wollen zahlen. Dann kriegen Sie nach ein, zwei Stunden so einen kleinen Bon auf eine Untertasse und weg ist die Bedienung. Ja, und dann haben Sie vielleicht nur einen großen Schein, nichts tut sich und die Urlaubszeit verrinnt. So, und da haben wir jetzt dieses Gerät, das die Bedienung mal so ein bisschen auf Trab bringt. Bitte zahlen, bitte zahlen, bitte zahlen, bitte zahlen. Ja, sehr beeindruckend. Wartezeiten im Restaurant werden hier um Stunden verkürzt. Ferner im Programm auch Spezialkleidung für Halbpensionstouristen. Was bieten Sie da an? Ja, auch hier das bekannte Bild. Sie kommen von einem zermürbenden Strandnachmittag. Der Magen hängt auf 7:30. Und Sie müssen nun feststellen, dass das ganze andere Pack im Hotel auch was essen will, ne? Die stehen da frisch gefüllt und aufgebrieselt vor der Absperrung. Und da will man nicht der Letzte sein. Dafür gibt's bei uns den Ellbogenaufsatz Miss Zicky mit gehärteten Stahlspitzen, der beim rudelartigen Durchbrechen ans Abendbuffet eine Spitzenposition sichert und an der Fleischplatte sowie vom Kuchentablett Freiräume schafft. Ja, nun, meistens passt ja nicht alles auf den Teller, was man aus dieser Führungsposition heraus abgreifen und zusammenraffen könnte. Das ist richtig und hier setzt unsere nächste Problemlösung an. Das ist die Böllerbuchse Onkel Alfred aus Ballonseide mit Platz für bis zu 6 Bananen, 4 Pfund Weißbrot und 15 Camembert-Käse-Ecken, ne? Dazu kommen in der neuen Version Bogas, Bottropper Gastwirt, fettdichte Innenbeutel für den hastigen Abtransport von Hähnchenschenkeln, Roastbeef, Räucherfisch und Tiramisu. Ne? So hat man denn auch wieder Proviant für den nächsten harten Strandgang. Also mit dieser Hose machen Sie praktisch aus jeder Halbpension eine Vollverpflegung. Ne? Und jetzt kommen Sie. Stichwort Strandgang im Hotel mit eigenem Swimmingpool. Erübrigt sich ja generell der Weg ans Meer. Aber auch diese Erleichterung hat eine Kehrseite, Herr Blödorn. Nun, hier sprechen Sie ein zentrales Problem des internationalen Tourismus an. Ne? Sie wissen, es herrscht Bräunungszwang und es ist in der Regel so, dass für 14.000 Hotelgäste immer nur exakt 9 Liegen am Hotelpool zur Verfügung stehen, ne? Ja, die ja normalerweise ab morgens um 3:30 von Engländern besetzt sind. Ja. Und dagegen haben wir hier den 100-Gramm-Beutel Tommy-Kneifer. Das sind messerscharfe, selbsthaftende Eisenkrampen. Die sollte man kurz vor Mitternacht auf der Liegefläche ausbringen, ne? Da geht keiner mehr drauf.
nicht. Ja, bisher genügt es ja beim Weg zum Frühstück zum Zeichen der Reservierung, sein Handtuch einfach draufzulegen. Also für diesen billigen Trick werden Sie heutzutage schon bei der Rezeption ausgelacht. Ne? Also hilft alles nichts. Wenn Sie Prügelszenen vermeiden wollen, brauchen Sie technische Lösungen. Ich persönlich arbeite gern mit dem Franzosenfopper. Ein Umbausatz, der eine defekte Liege vortäuscht, indem er den Kopfteil überraschend abkippen lässt. Ne? Ja. Da macht es plumps, die Konkurrenz verzieht sich und unser Kunde hat mit einem Handgriff die Liege für sich. Ja, und damit praktisch seine Ruhe. Ja, also es sei denn, Sie sind in ein sogenanntes familienfreundliches Hotel geraten, ne? Ja. Wollen aber dennoch mal ein Gespräch führen oder ganz ruhig mal ein Stück Kuchen essen. In diesem Fall empfehlen wir zusätzlich das Kleinkinderset Elternfrieden, komplett mit zwei Knebeln, Handschellen und Beinsperre. Ne? Da sitzt der Nachwuchs lammfromm unterm Sonnenschirm. Technisches Know-how im Dienste der Erholung und damit hier aus der Horst-Köppel-Halle in Stenkelfeld zurück ins Funkhaus. Sonntag, 11. Juni, 11.03 Uhr. In der Reihenhaussiedlung Önkelstieg nutzt der Berufsschullehrer Hermann S. ein kurzes Zwischenhoch. Die schmale Rauchsäule aus seinem mit zwei tiefgefrorenen Thüringern belegten Holzkohlegrill wird zum verheerenden Signal an die Nachbarschaft. Der überraschende Startschuss in die Grillsaison bringt die gesamte Siedlung völlig unerwartet in Zugzwang. Sonntag, 11.17 Uhr. Aufgrund von Rohstoffmangel erfolgen nur vereinzelte Konter von den Nachbargrundstücken. Halbherzige Experimente mit Fleischkonserven und gemischtem Aufschnitt in Alufolie schlagen fehl. Der beißende Geruch einer angebrannten Mortadella erstickt dann letzte Hemmung. 11.30 Uhr. Die verzweifelten Rufe der Rentnerin Emilie H. nach ihrem verschwundenen, mehrfach preisgekrönten Zwergfasan Hänschen verhallen ungehört. Zur selben Zeit schmückt der arbeitslose Rohrleger Otto W. liebevoll den Kopf seiner sechsjährigen Tochter mit einer langen gelben Schwanzfeder, während auf seiner hastig improvisierten Feuerstelle eine nachlässig gerupfte Vogelleiche schmort. 12.06 Uhr. Neid und Missgunst der gesamten Anwohnerschaft richten sich auf den üppig belegten Tessiner Rundgrill des Bordellbesitzers Kurt S. Wie üblich kann ihm auch dieses Mal eine Straftat nicht nachgewiesen werden, sodass die Strafanzeige vom zweiten Vorsitzenden des Kaninchenzüchtervereins Die Steher über den Diebstahl seiner 20 gekürten Riesenrammler der Rasse Varus Rusticus gegen unbekannt formuliert wird. 12.21 Uhr. In einem benachbarten Waldgrundstück bemerkt der Direktor des dort kampierenden kleinen Wanderzirkus Schöller das Verschwinden des ausgewachsenen Nilpferdbullen Romeo. 12.40 Uhr. Wegen der Größe des von seinen Söhnen erbeuteten Grillguts erweitert Luftwaffenmajor außer Dienst Ottfried von F. seinen Bratenrost mit Stahlmatten von einer nahegelegenen Großbaustelle auf 10 Quadratmeter. Als Zündhilfe für die durchfeuchteten Birkenstämme kommt erstmals ein bislang unerprobter Raketentreibstoff aus seiner einstigen Dienststelle zum Einsatz. Die 150 Liter Hydromethanolnitrat aus dem Kampfjägerbataillon Petra Kelly werden, wie sich augenblicklich zeigt, dem langjährigen Forschungsaufwand gerecht. 12.42 Uhr. Beim ökumenischen Gottesdienst Brot für die Welt in der 16 Kilometer entfernten Sottrupper St. Johanneskathedrale ist soeben der Choral »Bittet, so wird euch gegeben« verklungen, als ein 3 Tonnen schweres, goldbraun gebackenes Nilpferdfilet krachend das schwere Kupferdach des Hauptschiffs durchschlägt und auf der mundgemeißelten Elfenbeinorgel aus dem 14. Jahrhundert landet. Mit bewundernswertem Improvisationstalent verkündet Bischof Krögel seiner staunenden Gemeinde, der Herr sei bisweilen auch zu Scherzen aufgelegt. 12.50 Uhr. Die Reihenhaussiedlung ist von 200 Schaften der Polizei umstellt. Die vom gefesselten Tierpfleger des Wanderzirkus Schöller abgegebene Täterbeschreibung, Hawaiihemd, hellgraue Shorts, Tennissocken, dunkelbraune Herrensandalen der Marke Ötztaler Wanderspaß, engt den Kreis der Verdächtigen auf ca. 400 ein. Durch dunkle Rauchschwaden und verkohlte Tierkadaver taumeln Familienväter zur Vernehmung. Menschen wie du und ich, die mal ganz spontan am Sonntag grillen wollten. Ein Bild des Jammers bietet sich uns hier im großen Seminarraum der Jürgen-Koppelin-Bildungsstätte zu Stenkelfeld. Das Therapieangebot Leben nach dem Schlusspfiff
findet die erwartete Resonanz. In völliger Apathie starren die Teilnehmer auf die Großbildleinwand, auf der soeben die Wiederholung des WM-Spiels Irland-Holland gezeigt wird. Suchttherapeut Friedhelm Pötter hat ein spezielles Fußball-Entwöhnungskonzept ausgearbeitet, um die Patienten nach dem Entzug wieder gefahrlos in den Schoß der Familie bzw. ins Arbeitsleben zu entlassen. Herr Pötter, wer sind die Menschen, die mit ihrer Sucht zu Ihnen kommen? Nun, von selbst kommt hier natürlich niemand. Die Patienten werden, teilweise noch im Fernsehsessel hockend, von besorgten Familienangehörigen angeliefert. An welchen Symptomen ist ein typisches WM-Opfer erkennbar? Ja, also von einer typischen Symptomatik kann hier keine Rede sein. Wir haben hier eine ganze Bandbreite von schweren und schwersten Störungen. Hier vorne sehen Sie Herrn Mönter, der sich seit dem 16. Juni nicht mehr bewegt hat und unentwegt Fußball sehen will. Wir arbeiten mit ihm nach dem Prinzip einer Hyperdosierung und zeigen ihm ca. 3 Tage lang ununterbrochen immer dieselbe Aufzeichnung eines torlosen Unentschiedens in der ersten englischen Division vom November 73 zwischen Arsenal London und Nottingham Forest. Das Spiel fand damals im knöcheltiefen Schlamm statt und hat keinerlei Torraumszenen. Wir hatten heute Morgen einen ersten schönen Anfangserfolg. Nach der 116. Wiederholung konnten wir beobachten, wie Herr Mönter sekundenlang aus dem Fenster schaute, was natürlich noch nicht heißt, dass er seine Umgebung schon wieder wahrnimmt. Immerhin, vor einer guten halben Stunde tastete er kurz nach der Fernbedienung. Nicht wahr, Herr Mönter? Darauf können wir aufbauen. Ein eher leichter Fall, wie ich annehme. Sicherlich. Schwieriger wird es da schon bei Herrn Pröttgen hier, der sich zwar seit 2 Wochen mit einem Standbild vom 1:0 gegen Bolivien begnügt, aber in seinem Essverhalten auffällig ist. Die Salzstangen bricht er zwar relativ schnell wieder aus, aber die Erdnüsse müssen wir ihm doch alle paar Tage aus dem Magen rauspumpen. In den Reihen der dicht gedrängten Patienten fällt einer ganz besonders auf. Er sitzt ein wenig abseits. Was? Bitte sagen Sie nicht abseits, sonst geht das Gebrüll gleich wieder los. Also das ist unser Sorgenkind, der Herr Krökel. Er hält sich für den bulgarischen Vorstopper Alzelnikov und hat unserem Pflegepersonal mehrfach von hinten schon in die Beine gegrätscht. Als vermeintlicher Manndecker lehnt er jeglichen Schlaf ab und ist inzwischen natürlich völlig entkräftet. Also fürs Erste versuchen wir nach der Jensen-Methode sein Wachbewusstsein einzutrüben. Das heißt, wir berieseln Herrn Krökel mit Spielberichten von ARD-Reporter Peter Jensen. Und da sind ihm natürlich dann auch schon letzte Nacht die Augen kurz zugefallen. Ne? Soweit die Situation hier in Stenkelfeld, zurück ins Funkhaus. Die Kunstgalerie Stenkelfeld präsentiert 100 Meisterwerke. Heute die Tischdecke der Pizzeria Roma um 23.30 Uhr. 150 x 130 Naturprodukte auf Leinen. Igitt, Liebling, nichts wie raus hier, sagte einmal ein durchreisender Geschäftsmann aus dem Westfälischen zu seiner Gattin in Verkennung des Kunstwerkes, das wir heute einmal näher betrachten wollen. Obwohl unverkennbar in der Tradition der norditalienischen Spätgymnastik, stehen wir hier vor einem Deckengemälde, das mit den traditionellen Deckengemälden eines Michelangelo nur noch wenig gemein hat. Scheinbar regellos und im willkürlichen Nebeneinander wollen sich die hingetupften Fragmente vor unseren Augen zerstreuen, um sich bei näherem Schauen zu einem Spiegel des Lebens wieder zusammenzufinden. Da ist der prall gefüllte Aschenbecher in der Bildmitte. Großherzig lässt er die Umgebung an seinem Überfluss teilhaben und hüllt ein verlorenes Salatblatt in tristes Grau. Zerknüllte Servietten scharen sich wie schutzsuchende Polarfuchswelpen unter ein Alpenfeilchen, das, von einem verschmähten Amaretto getränkt, seine Blütenpracht über eine tote Garnele wirft, als wolle es die verdorrten Gebeine eines Kameraden mit einem Feldmantel bedecken. Eine festgetrocknete Peperoni stemmt sich mit letzter Kraft gegen ein Lambrusco-Rinnsal, das zunächst spielerisch nach links ausweicht, um sich dann doch in einem angebissenen Stück gekrusteten Weißbrots zu verlieren. Gleichsam wie der Strom des Glücks im Schwamm der Zeit. Vor allem die Symbole der Angst und der Gefahr sind es, die den Gast zunächst vor dem Kunstwerk zurückschrecken lassen.
Da sind die beiden schwarzen Oliven am linken Bildrand. Einer Gemüsepizza entrissen, lauern sie unbeweglich in einer schwarzen Espresso-Pfütze wie Ölfrüchte in einem Kaffeerest. Als wollten sie aller Welt zurufen: Seht her, wir sind doch nur Beilagen im schwarzen Meer des Ungeschicks. Arrogant und feindselig schlängelt sich eine grüne Bandnudel durch das gleich einem Lavastrom erkaltete Wachs einer längst verloschenen Kerze. Beim ungeübten Betrachter verursacht dieses Deckengemälde vordergründig den Wunsch nach Distanz. So ist es auch nur der strikten Annahmeverweigerung der Wäscherei Görtemöller zu verdanken, dass uns das Kunstwerk im Originalzustand erhalten ist. Seine Schöpfer haben es aus Bescheidenheit und vielleicht auch aus Furcht vor vergänglichem Ruhm ohne Signatur hinterlassen. In Form und Farbgebung wird es heute auf das Zusammenwirken einer niedersächsischen Busreisegruppe mit einer studentischen Wohngemeinschaft aus dem Süddeutschen zurückgeführt. Das Original ist gerettet. Doch die Nachahmer lauern überall. Deutschlands berühmtester TV-Entertainer Jean-Jacques Gillet nutzt die Sommerferien für ein vierwöchiges Engagement auf Ibiza mit abendlichen Galashows und lustigen Wettspielen am Swimmingpool hier im Ferienclub Bella Bimba bietet er den überwiegend deutschen Touristen eine willkommene Abwechslung vom täglichen Strandeinerlei. Er ist im Moment noch mit seinem Regisseur in Deutschland per Handy verbunden. Ein Gerät, um das mich viele beneiden. Ach. Ein schnurloses Komforttelefon der Marke Seppelfricke F104. Nach Wahl in den schicken Modefarben Aubergine, Cappuccino oder Banane. Mit dem praktischen Pickup-Clip-Clap lässt es sich bequem am Gürtel transportieren. Komplett mit Wahlwiederholung, Nummernspeicher und Freisprechtaste hat dieser kleine, aber feine Begleiter einen Gesamtwert von 455 D-Mark. Ja, das ist ganz günstig. Kommen wir aber doch zu Ihren Aktivitäten hier vor Ort. Welchen Ferienspaß bieten Sie den Urlaubern denn an? Außerhalb von der Anlage hat es eine Steilküste. Das ist wie geschaffen für ein bisschen Nervenkitzel. Ne? Das Spiel heißt Tauch zum Diamantenriff. Wer findet die Goldkoralle? Donnerwetter, das hört sich ja ganz spannend an. Goldkoralle, das ist natürlich okay, was... Okay, jetzt fängt er auch noch an. Komm, ich verrate dir ein Geheimnis. Es gibt gar keine Goldkorallen. Das ist ein reiner Schmarrn, den habe ich mir ausgedacht. Nix ist da unten, nur Müll. Aber was willst du machen? Die Leute hier kannst jeden Scheiß erzählen, die glauben's. Da springen 70-jährige Omis von den Klippen. Wenn du es nicht selber siehst, glaubst du es nicht. Aber wir haben immer zwei Notärzte dabei, das läuft schon. Ja, sicher. Wie man hört, machen sie auch am Swimmingpool immer ordentlich was los. Ja, das brummt wie verrückt. Das Ganze ist eigentlich ein Kennenlernspiel. Likörchen am Öhrchen. Likörchen am Öhrchen? Ja, lass, ich merk schon, das kennst du nicht. Da legen sich die Gäste in einer Reihe nackt neben den Swimmingpool und werden komplett mit Eierlikör übergossen und müssen sich dann gegenseitig wieder sauber lecken. Und wer als erster trocken ist, hat gewonnen. Na, da gewinnt dauernd diese dicke blonde Tina aus Düsseldorf. Frag mich nicht, warum. Nebenbei sollen Sie noch an einer neuen Fernsehshow arbeiten. Wollen Sie da schon was zum Konzept verraten? Naja, vorläufiger Arbeitstitel heißt Das Millionengewitter. Das ist ein völlig innovativer Ansatz. Da ist nichts mehr mit Quizfragen und Wettspielchen und bla bla und hihi. Da haut's eine halbe Stunde lang 10 Millionen in kleinen Scheinen von die Decken. Und was du mit dem Arsch auffängst, darfst behalten. Fertig. 2% kriegt die Arbeitsgemeinschaft Niveau am Bildschirm. Ja, normalerweise würde ich dir jetzt ein Sangria anbieten, aber du musst dir ja wohl den Redakteur im Dienst markieren. Naja, dann noch schöne Tage auf Ibiza, Herr Gillet. Und wir geben zurück nach Hamburg hier von der Sonneninsel. Eine attraktive Dienstreise im bewährten ARD-Standard. Komplett mit Spesenhöchstsatz, Linienflug in der First Class, 10 Übernachtungen im Luxushotel sowie der ganz persönlichen Betreuung durch 2 Sekretärinnen eigener Wahl kostet dieser nicht ganz billige Reportagespaß den Gebührenzahler 12.496,40 Mark. Von einem reinen Erholungsurlaub kann bei Bürgermeister Wilhelm Oelgemöller keine Rede sein. Er befindet sich zurzeit auf einem Informationsbesuch bei einem Amtskollegen in Kolumbien, um auch die internationale Städtepartnerschaft voranzutreiben. Er ist jetzt am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Oelgemöller. Ich will dir was mit guten Tag. Das ist güst über Mitternacht, du Medienrüpel. Nun, bedenken Sie bitte die Zeitverschiebung. Wir sind hier noch einige Stunden vom Tagesanbruch entfernt. Trotzdem freue ich mich, auf diesem Wege einen Gruß in die Heimat senden zu dürfen. Kolumbien ist ja hierzulande ein weniger bekanntes Urlaubsziel. Was sind denn Ihre ersten Eindrücke von Land und Leuten? Bestimmt.
steken, schmeren, dreuen, behupsen, drangsalieren. De Leute hier waren ja alle welche, die hätten mich noch gestern auf das Brett gepackt und machen den Müll. Die Spendenbereitschaft des Bürgers gegenüber den Behörden und der Polizei ist hier besonders beeindruckend und könnte auch uns ein Vorbild sein. Denken Sie an die Bereiche Baugenehmigung, Industrieansiedlung, Steuervereinfachungen bei Besserverdienenden oder aber an eine umfassende Entlastung der Zollbehörden. Dies stößt überall auf große Zustimmung. Aber auch Andersdenkende werden über ein engmaschiges soziales Netz vom Staat ganz individuell versorgt. Man hört ja viel von der großen Armut unter der Bevölkerung. Was haben Sie davon mitbekommen? Ja, der hat nichts zu reden hier. Das ist jede Bodenhof ist im Bruch und Dallas. Mir scheint eher das Gegenteil der Fall zu sein. Denn sehen Sie einmal, der landwirtschaftliche Ertrag hier ist so üppig, dass viele der prächtigen Mohnfelder kurz vor der Ernte aus Hubschraubern heraus abgebrannt werden. Vermutlich, um die Preise stabil zu halten. Wann dürfen wir Sie denn in Stenkelfeld zurückerwarten? Ich meine, dass Sie uns wohl noch ein, zwei Wege Fass holen hier. Der enge Kontakt zu meinen großzügigen Gastgebern macht den Abschied natürlich schwer. Auch mein Dolmetscher, der mich bei diesem Gespräch unterstützt, wird sehr zuvorkommend behandelt. Gleich am Anfang bot man ihm an, entweder 10.000 Mark für seine hervorragende Übersetzertätigkeit entgegenzunehmen oder aber einmal den hiesigen modernen Strafvollzug aus nächster Nähe zu besichtigen. Mir selbst bot man ein Honorar von 50.000 D-Mark an, wenn ich für den Schwager meines Amtskollegen 2 Pfund Weizenmehl nach Deutschland mitnehme. Ein Angebot, das ich bei der Herzlichkeit dieser Menschen einfach nicht ausschlagen kann. Wirklich rührend. Ich sehe mich alle mit Handschellen in Fußbüttel. Empörend! Ja, dann noch schöne Urlaubstage, Herr Oelgemöller. Wiederhören! Nachdem wir in den letzten Wochen die Stenkelfelder Prominenz ein bisschen im Urlaub beobachten durften, bleibt nur noch eine Frage ungeklärt. Was macht Hausmeister Gnöttgen vom Claudia-Schiffer-Gymnasium in den Ferien, die ja auch seine sind? Das wollen wir jetzt mal rausfinden. Ich wähle mal schnell die Durchwahl vom Heizungskeller. Meistens ist er ja da irgendwo. Gnöttgen! Ja, Norddeutscher Rundfunk. Ach, der Rundfunk, Fritzi, ja, das ist jetzt unpassend, weil ich bin gerade bei der Heizkörper, bei der Heizungsanlage. Also ich meine, ich bin hier im Heizungskeller zugange und... Geht ganz schnell, Herr Knöttke. Nur ein ganz kurzes Interview. Für Sie ist es ja nun sehr ruhig geworden. Die Schule ist geschlossen, Ihre Frau ist 4 Wochen zur Kur. Ist Ihnen da nicht auch so ein bisschen langweilig? Ja, nee, also ich habe hier doch allerhand zu tun, immer nicht. Also den Brenner mal ausbürsten und... wie bitte? Hallo? Was hatten Sie gefragt? Ja, also was Sie im Urlaub so alles... Ja, richtig, nein, ich meine, ich muss hier mal richtig durchfegen und so weiter. Ich meine, alles mal nachgucken. Sie wissen ja, da kommt man sonst nie zu. Tja, bei aller Arbeit scheinen Sie mir da aber bester Dinge zu sein. Scheint gut voranzugehen. Ja, das geht noch gut. Ja, das geht voran. Ja, aber trotzdem 4 Wochen allein im Heizungskeller. Kommt Sie denn niemand mal besuchen? Doch, es kommt. Es kommt. Es kommt. Es kommt schon mal vor, dass einer kommt. Alles in Ordnung bei Ihnen, Herr Knöttgen? Doch, ja, ist nett. Nett, dass Sie fragen, aber ich hab's jetzt leider noch ein bisschen eilig. Ich soll hier gleich noch ein Rohr verlegen. Ja, dennoch weiterhin schöne... Herr Knöttgen? Stenkelfelds Universalakademiker Dr. Walter Bröhrmeier hatte das norddeutsche Schmuddelwetter endgültig satt. Er ist mit seiner Familie hier auf Zypern im Badeurlaub. Wir sind heute Vormittag zu Gast auf seinem Zimmer im 2-Sterne-Hotel Meningitis. Herr Dr. Bröhrmeier, so richtig braun sind Sie aber noch nicht geworden. Nun, an eine deutliche Hautpigmentierung ist hier überhaupt nicht zu denken. Wir erleben hier im Moment eine geradezu faszinierende klimatische Besonderheit, wobei ein normalerweise unbedeutender Tiefdruckwirbel genau über der Insel mit Kaltluft in hohen Atmosphärenschichten eine Okklusionsfront gebildet hat, die mich als Meteorologe aufrichtig begeistert. Ja, was bedeutet dies nun im Klartext? Ja, das heißt strömender Dauerregen seit circa 3 Wochen, der mich vor Ort zu einigen recht interessanten Forschungsarbeiten inspiriert hat. Das klingt interessant, Herr Dr. Bröhrmeier. Was erforschen Sie da denn so? Lassen Sie mich aus der Fülle meiner Studien vielleicht nur die spektakulärsten herausgreifen. So befinden sich auf der Rauffasertapete in unserem Hotelzimmer exakt 662.417 unregelmäßig angeordnete Erhebungen.
Inwieweit dies ein repräsentativer Wert ist, werde ich morgen in einer Vergleichsstudie im Nachbarzimmer feststellen dürfen. Ja. Die dortigen Gäste sind glücklicherweise bereits nach 3 Tagen wieder abgereist. Ja, das sieht nach einer spannenden Untersuchung aus, Herr Dr. Brömer. Ja, trotzdem, 3 Wochen Regenwetter, ist das nicht letztlich... Ja, ich ahne bereits Ihren Einwand. Neben dem Regen bietet diese Wetterkonstellation auch einen ganz und gar untypischen Temperatursturz, sodass sich in den Morgenstunden ein reizvoller Phasenübergang vom Sprühregen ins Schneegrieseln herausbildet. Ach. Ein Indiz für die absolute Seltenheit dieses Naturschauspiels ist ja, dass in den hiesigen Beherbergungsbetrieben keinerlei Heizkörper vorgehalten werden. Oh je, das tut uns natürlich leid, Herr Dr. Brömer. Ich hoffe, dass das Ihre Stimmung nicht allzu sehr beeinträchtigt. Ja, im Gegenteil. Aufregender kann es doch für mich als Wissenschaftler gar nicht sein. Da sind zum Beispiel meine beiden Töchter, 12 und 5 Jahre alt, die hier nach einem Strandspaziergang eine ganz neue Form der Bronchitis anbieten, die ich zunächst mehr spielerisch auf Keuchhusten diagnostiziert habe. Mhm. Aber dafür ist mir das Fieber noch nicht hoch genug. Naja, was nicht ist, kann ja noch werden. Das warten wir dann noch ab. Was sagt denn Ihre Gattin nun zu den verregneten Ferien? Ja, meine Frau macht mir in meiner Eigenschaft als Verhaltensforscher die meiste Freude. Ne? Sie sitzt seit 4 Tagen schweigend am Fenster, bewegt dabei den Oberkörper rhythmisch exakt vor und zurück, wobei sie jedes 7. Mal mit der Stirnfläche leicht auf die Fensterbank aufschlägt und alle 6 Stunden 10 Minuten lang jedes 5. Mal. Nach einer Varianzgleichung des Mathematikers Justus Önkel müsste sie demnach alle 14 Stunden lang jedes 3. Mal touchieren. Da bin ich sehr gespannt und hoffe natürlich, dass sich bis dahin das Wetter hält, damit diese Langzeitstudie nicht durch etwaige Freizeitaktivitäten gestört wird. Nein, Hildegard? Tja, dann noch schöne Urlaubstage, Herr Dr. Brömeyer, und damit zurück ins Studio. Ferienzeit in Stenkelfeld. Seit dem letzten Wochenende wirkt die Ortschaft wie ausgestorben. Alle sind unterwegs, mit wenigen Ausnahmen. Rot- und Dammwild, zahlreiche Vogelarten sowie Hasen und Kaninchen haben sich wieder in der Schmöllerheide angesiedelt. Der Grund? Schlagerkomponist Ralf Sögel ist außer Hörweite. Er befindet sich mit neuem Repertoire auf Welttournee, macht jetzt gerade Zwischenstation in der peruanischen Hauptstadt Lima. Wir vom Norddeutschen Rundfunk haben zwar alle Mühen, aber dafür keine Kosten gescheut, Ralf Sögel hier vor Ort ausfindig zu machen. Tag, Herr Sögel, werden Ihre Lieder denn hier mit gleicher Begeisterung aufgenommen wie in der Heimat? Nicht nur in der Heimat, sondern auch in der Fremde. Ja. Wenn der Ralf Sögel singt, dann wackeln die Wände. Guck, geht schon wieder los. Ja, sehr schön, Herr Sögel. Wie läuft die Tournee denn so? Wunderbar. Also Sie glauben's nicht. Hier werden Künstler noch ernst genommen. Ich stehe ja praktisch rund um die Uhr unter Polizeischutz, nicht? Und nach den Konzerten merkt man deutlich diese andere Kultur hier, nicht? Die Leute winken hier praktisch mit den Fäusten, nicht? Und das Publikum trägt mich auf Händen. Vorgestern sogar bis weit hinter die Stadtgrenze. Ah, das ist schön. Ja, Herr Sögel, haben Sie denn eine Erklärung für diesen Erfolg? Ja, also ich habe ja speziell für das südamerikanische Publikum volkstümliche Lieder komponiert, nicht? Also, wo man sagen, was diese Leute hier besonders interessiert, nicht? Hier, pass mal auf. Das alte Lama kann nicht mehr spucken, ja, und erst recht nicht mehr so richtig gucken. Doch in den Landen, da macht das gar nicht aus. Hol erst den Idiot, den Tequila raus. Und alle zusammen jetzt, jawoll. Oh, so, warte mal, ich geh erst mal ein Stück vom Fenster weg, nicht? Ja, das sind Lieder, die treffen den Nerv der Bevölkerung. Ja, das ist offensichtlich so. Werden Sie denn nett behandelt? Ja, also das ist eine Gastfreundschaft und ein Reichtum hier, das kann man sich gar nicht vorstellen, nicht? Noch während der Konzerte bekomme ich von den Menschen hier Lebensmittel angeboten. Und dabei sind die hier so ein bisschen schüchtern, nicht? Die geben einem das nicht so einfach in der Hand. Die schmeißen dann aus der Entfernung auf die Bühne, nicht? Tomaten, Eier, Südfrüchte. Ich hatte gestern auf einmal so eine ganze Melone auf der Orgel, nicht? Und alles für umsonst. Das macht man manchmal gar nicht annehmen. Naja, dann noch weiterhin viel Erfolg, Herr Sögel, auf Ihrer Tournee und viel Spaß in Peru. In der Machu Kakadu hat der Kellner keine Ruhe. In Peru, und jetzt kommst du. In Peru, und jetzt kommst du.
Sonntag, 1. Advent, 10 Uhr. In der Reihenhaussiedlung Önkelstieg lässt die Rentnerin Erna B. durch ihren Enkel Norbert 3 Elektrokerzen auf der Fensterbank ihres Wohnzimmers installieren. Vorweihnachtliche Stimmung breitet sich aus, die Freude ist groß. 10.14 Uhr. Beim Entleeren des Mülleimers beobachtet Nachbar Ottfried P. die provokante Weihnachtsoffensive im Nebenhaus und kontert umgehend mit der Aufstellung des 10-armigen dänischen Kerzensets zu je 15 Watt im Küchenfenster. Stunden später erstrahlt die gesamte Siedlung Önkelstieg im besinnlichen Glanz von 134 elektrischen Fensterdekorationen. 19.03 Uhr. Im 14 Kilometer entfernten Kohlekraftwerk Sottrup-Höcklage registriert der wachhabende Ingenieur irrtümlich einen Defekt der Strommessgeräte für den Bereich Stenkelfeld-Nord, ist aber zunächst noch arglos. 20.17 Uhr. Den Eheleuten Horst und Heidi E. gelingt der Anschluss einer Kettenschaltung von 96 Halogen-Filmleuchten durch sämtliche Bäume ihres Obstgartens an das Drehstromnetz. Teile der heimischen Vogelwelt beginnen verwirrt mit dem Nestbau. 20.56 Uhr. Der Diskothekenbesitzer Alfons K. sieht sich genötigt, seinerseits einen Teil zur vorweihnachtlichen Stimmung beizutragen und montiert auf dem Flachdach seines Bungalows das Laserensemble Metropolis, das zu den leistungsstärksten Europas zählt. Die 40 Meter hohe Fassade eines angrenzenden Getreidesilos hält dem Dauerfeuer der Nikolaus-Projektion mehrere Minuten stand, bevor sie mit einem hässlichen Geräusch zerbröckelt. 21.30 Uhr. Im Trubel einer Jule-Club-Feier im Kohlekraftwerk Sottrup-Höcklage verhallt das Alarmsignal aus Generatorhalle 5. 21.50 Uhr. Der 85-jährige Kriegsveteran August R. zaubert mit 190 Flakscheinwerfern des Typs Warta Volkssturm den Stern von Bethlehem an die tiefhängende Wolkendecke. 22.12 Uhr. Eine Gruppe asiatischer Geschäftsleute mit leichtem Gepäck und sommerlicher Bekleidung irrt verängstigt durch die Siedlung Önkelstieg. Zuvor war eine Boeing 747 der Singapore Airlines mit dem Ziel Sydney versehentlich in der mit 3000 bunten Neonröhren gepflasterten Garagenzufahrt der Bäckerei Bröhrmeier gelandet. 22.37 Uhr. Die NASA-Raumsonde Voyager 7 funkt vom Rande der Milchstraße Bilder einer angeblichen Supernova auf der nördlichen Erdhalbkugel. Die Experten in Houston sind ratlos. 22.50 Uhr. Ein leichtes Beben erschüttert die Umgebung des Kohlekraftwerks Sottrup-Höcklage. Der gesamte Komplex mit seinen 30 Turbinen läuft mit 350 Megawatt brüllend jenseits der Belastungsgrenze. 23.06 Uhr. In der taghell erleuchteten Siedlung Önkelstieg erwacht die Studentin Bettina U. und freut sich irrtümlich über den sonnigen Dezembermorgen. Um genau 23.12 Uhr betätigt sie den Schalter ihrer Kaffeemaschine. 23.12 Uhr und 14 Sekunden. In die plötzliche Dunkelheit des gesamten Landkreises Stenkelfeld bricht die Explosion des Kohlekraftwerks Sottrup-Höcklage wie Donnerhall. Durch die stockfinsteren Ortschaften irren verstörte Menschen. Menschen wie du und ich, denen eine Kerze auf dem Adventskranz nicht genug war.